Schönen guten Abend zum GI Web Talk, zum Thema beziehungsweise heute zum Buch Prinzip Mensch, Macht, Freiheit und Demokratie im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Ein GI Web Talk, diesmal in Zusammenarbeit mit der GI Fachgruppe Informatik und Ethik. Und wir haben viele spannende Gäste. Vielleicht ganz kurz vorab, mein Name ist Nicolas Becker, ich arbeite in der Geschäftsstelle der GI, bin dort Referent. Und freue mich sehr, Sie durch diesen Abend begleiten zu können. Unser heutiger Web-Talk, ich hatte es gerade schon gesagt, ist in gewisser Weise eine Premiere. Wir haben nämlich heute das Format einer Buchvorstellung. Und deshalb habe ich die Freude, zuerst die zwei Autoren des Buches, um das es hier geht, vorstellen zu dürfen. Ich blende auch mal ganz kurz das Cover ein, dann sehen Sie auch nochmal, um welches Buch es geht. Wir haben hier Paul Nemitz und Matthias Pfeffer. Genau, Herr Nemitz ist EU-Beamter, genauer gesagt Hauptberater in der EU-Kommission, Generaldirektion Justiz und Verbraucherschutz und in Deutschland vielleicht auch dem einen oder der anderen bekannt als Mitglied der Datenethikkommission der Bundesregierung. Herr Pfeffer ist Journalist und zusammen und wie Sie im Buch mehrfach betonen, sind Sie lange gute alte Freunde und haben dieses Jahr zusammen dieses Buch herausgebracht. Dann haben wir als Gäste heute da Frau Professor Spiekermann. Frau Spiekermann lehrt und forscht an der Wirtschaftsuniversität Wien, hat dort unter anderem das Privacy and Sustainable Computing Lab 2016 gegründet und letztes Jahr auch ein Buch herausgebracht, das zum Thema des Abends sehr gut passt, nämlich Digitale Ethik, ein Wertesystem für das 21. Jahrhundert. Von der eben angesprochenen GI-Fachgruppe Informatik und Ethik haben wir da zum einen Professor Deborah Weber-Wulff von der HTW Berlin. Deborah ist oder war von 2005 bis 11 Sprecherin der GI-Fachgruppe und ist jetzt stellvertretende Sprecherin. Nö. Nicht? Nur Das tut mir leid. noch Mitglied, das habe ich abgegeben. Richtig. Auf jeden Fall, was du bist und bleibst, ist Fellow der GI zu sein. Und genau, sozusagen eine herausgehobene Persönlichkeit der GI. Dann haben wir noch Professor Christina B. Klaas da. Christina ist aktuell Sprecherin des GI-Fachbereiches, also einer etwas anderen Organisationseinheit des GI-Fachbereiches Informatik und Gesellschaft. In diesem Fachbereich befindet sich wiederum die GI-Fachgruppe Informatik und Ethik. Und beide sind regelmäßige Autorinnen der Publikation Gewissensbits, die sich ebenfalls mit ethischen Themen rund um die Informatik beschäftigt. Gewissensbits.gi.de lohnt sich sicher auch immer einmal reinzuschauen. Ja, herzlich willkommen an Sie alle. Ich freue mich schon sehr. Ein ganz kurzer Überblick über den Abend. Herr Nemitz wird uns gleich das Buch in Kürze einmal vorstellen, einen kurzen Überblick geben. Und anschließend wollen wir gemeinsam über dessen Inhalte diskutieren. Mit den eben vorgestellten Gästinnen und Gästen, aber auch mit Ihnen an den Bildschirmen, wenn Sie Fragen haben, Anregungen haben, dem nicht zustimmen, was hier gesagt wird, melden Sie sich gerne, sehr gerne zu Wort. Wir würden das ein bisschen anders machen als bei einer Vor-Ort-Podiumsdiskussion. Wir haben nicht ganz am Ende einen 10 Minuten oder so für Sie reserviert, sondern wir haben ja hier durch das GoToWebinar die Möglichkeit, dass Sie Fragen parallel zu unserer Diskussion stellen über den vorgesehenen Fragen-Button. Und wir werden versuchen, diese Fragen einfach in unserer Diskussion aufzunehmen. Ich würde trotzdem, also insbesondere wenn ich eins zu eins eine Frage von Ihnen vorlese, gegebenenfalls den Namen der oder des Fragenden vorlesen.
Wenn Sie das nicht möchten, ändern Sie doch einfach sozusagen Ihren Namen im System oder schreiben Sie dazu bitte nicht Namen nennen. So viel zum Housekeeping gewissermaßen. Und wir würden uns jetzt alle hinter den virtuellen Vorhang zurückziehen. Und Herr Nemitz gibt uns einen kurzen Einblick, Überblick über das Buch Prinzip Mensch. Ja, vielen Dank, Herr Becker, Nikolas, für die freundliche Einleitung und vielen Dank auch den Mitgliedern des Panels schon mal im Voraus. Ich freue mich wirklich auf die spannende Diskussion heute Abend. Ja, dieses Buch ist ein Werk der Freundschaft. Matthias Pfeffer war ja nicht nur lange Jahre Chefredakteur von Focus TV, sondern ist auch ein echter studierter Philosoph. Und das, glaube ich, sieht man auch dem Buch an. Wir haben da ganz iterativ zusammengearbeitet, immer wieder versucht, Politik, Wirtschaft, Technologie, Philosophie zu verstehen und auch miteinander zu diskutieren. 2,5 Jahre hat uns das gekostet, war wirklich ein tolles Projekt unter dem Motto 30 Jahre geschwätzt und jetzt wird mal was aufgeschrieben. Ich fange mal an und Herr Becker wird so ein bisschen das Inhaltsverzeichnis mitlaufen lassen. Tun Sie mir den Gefallen, auch wenn wir jetzt durchs Inhaltsverzeichnis gehen. Und unser Anspruch war schon, dass man den gesamten Gedankengang des Buches am Inhaltsverzeichnis schon sehr gut sieht. Kaufen Sie es trotzdem hinterher. Und unser Hashtag ist übrigens Prinzip Mensch. Sie können auch Positives über das Buch sagen. Also Kritik natürlich gerne, vor allem hier im Chat und für die Diskussion nachher. Aber wenn Sie mal meinen, Mensch, das hört sich ja interessant an, schreiben Sie einen schönen Tweet, freuen sich die Autoren. Prinzip Mensch. Hashtag Prinzip Mensch. Ja, es ging uns um Macht, Freiheit und Demokratie in der Zeit der künstlichen Intelligenz. Warum? Weil wir mit dem Soziologen der 90er Jahre, Heinrich Poppitz, glauben, dass die Innovationskraft des Menschen unbegrenzt ist und er deswegen immer stärkere und immer faszinierendere Technologien entwickeln kann und wird. Und diese Technologien sind Machttechnologien geworden. Sie sind eben nicht mehr nur Werkzeuge, sondern sie üben Macht aus oder helfen, Macht auszuüben über Menschen und über Gesellschaften. Und zwar in einer anderen Art, als das auch schon früher der Fall war, eben, sagen wir mal, mit Hilfe von Waffen. Das waren ja auch Machttechnologien. Es ist anders heute. Die Technologien heute erlauben, wenn man so will, eine sanfte Macht, ganz unbemerkt werden Menschen und Gesellschaften manipuliert und man fühlt sich wohl darin. Und die These unseres Buches ist eigentlich, wir müssen kritisch bleiben, wir brauchen eine neue Frankfurter Schule der Kritik der Macht, natürlich der politischen Macht, der wirtschaftlichen Macht, ein klassisches Thema der Kritik, aber eben heute auch der technologischen Macht. Und insofern beginnt das Buch auch mit der Unterüberschrift, wir sind jetzt bei B1, die Kontrolle technologischer und technischer Macht als zentraler Funktion der Demokratie. Und wir haben uns dann gleich mal angeguckt, diese Diskussionen über die Frage, wird es eines Tages so sein, dass die künstliche Intelligenz die Macht übernimmt? Wir sind eigentlich zum Ergebnis gekommen, dass schon jetzt der digital-technologische Komplex, wenn man das mal so nennen kann, die großen Firmen, Google, Microsoft, Facebook, Apple, Amazon und so weiter, auch die chinesischen Firmen wird man dazu zählen müssen, in vielen Bereichen unseres gesellschaftlichen Lebens, des Marktes, aber auch unseres persönlichen Lebens Macht ausüben, sehr dominant sind, wenn Sie sich mal gucken, wenn Sie sich mal anschauen im öffentlichen Sektor, wahrscheinlich auch in den Unternehmen wie dominant dort Microsoft mit seinen Programmen ist oder bei der Suche mit Google zum Beispiel in Europa über 90% Marktanteil Google. Es gibt keinen Kontinent der Erde, wo der Marktanteil von Google höher ist als in Europa. Also die Macht wird durch diese Technik schon heute ausgeübt und vor diesem Hintergrund ist auch die Frage der Kontrolle technischer Macht schon heute zentral. Aber wir müssen auch darauf achten und immer wieder auch investieren in Forschung, um zu verstehen, wann denn die künstliche Intelligenz selbst Macht übernimmt, also diese Programme auch in die Lage kommen,
sich selbst Ziele zu setzen, nicht mehr nur Werkzeuge sind. Und da haben wir einfach nur gesehen, dass die Voraussagen da unterschiedlich sind. Also der eine sagt in 30 Jahren, der andere sagt in 60 Jahren. Auf jeden Fall ist es so, dass die Frauen und Männer, die sich in diesem Bereich auskennen, schon jetzt warnen, dass wir uns die Macht der Menschen über die Technologie nicht aus der Hand nehmen lassen sollen. Und wir sagen auch, die Demokratie und die Politik darf sich Primat der Politik, Primat der Demokratie gegenüber Technologie und Wirtschaft nicht aus der Hand nehmen lassen. Und wir glauben, um diese Machtthematik ernsthaft zu behandeln, darf man nicht Technologien einzeln betrachten, sondern man muss sie zusammen sehen, man muss die Vernetzungswirkung des Internets sehen und die Technologien, die zusammenwirken, um Macht auszuüben, Big Data, Cloud, Internet of Things, Mobilfunk, 5G und so weiter, Blockchain natürlich, künstliche Intelligenz, Hirn-Internet-Verbindung, ganz aktuelle Diskussion über Neuralink von Elon Musk, Virtual Reality und Augmented Reality, Quantencomputer, Quanteninternet. Dazu gehören bestimmt auch die Technologien der Verkleinerung, also die ganzen Möglichkeiten, Technologie klein zu machen. Alles das muss man im Zusammenhang sehen, denn letztendlich entsteht die Macht aus der gemeinsamen Nutzung dieser Technologien. Wir brauchen eine Gesamtschau dieser an das Internet anschließenden Technologien, um zu verstehen, welche Macht durch sie ausgeübt wird. Eine Systemmacht, die reicht vom Weltall und dem Gesamtverständnis der Erde, zum Beispiel über Satellitenbilder, bis hinein in das individuelle Gehirn des Menschen. So jedenfalls die Vorstellung vieler, die gemeinsam mit den Technologiekonzernen an dem Ausbau ihrer wirtschaftlichen Stellung und auch ihrer Machtstellung arbeiten. Wir beschreiben in dem Buch ab Seite 6, dann sind wir in B7, zügig bei B7 die Geschäftsmodelle der verschiedenen Unternehmen und auch die Kritik an den Geschäftsmodellen, die in den Vereinigten Staaten geübt wird. Natürlich ganz aktuell, kurz vor der Wahl, gab es im Repräsentantenhaus die großen Anhörungen zur Frage, sollen diese Konzerne zerbrochen werden, sollen sie aufgebrochen werden, wie in den 80er Jahren AT&T und zu Beginn des Jahrhunderts die Trusts in Amerika. Der Senator Chichilein, der demokratische Senator, hat einen Bericht darüber vorgelegt, der zu einem Teil jedenfalls auch durch die republikanische Mehrheit mitgetragen wurde. Und die große Frage ist, wird der neue Präsident Biden hier tätig werden und die Macht der Konzerne, die auch ein Problem ist für Amerika, wird dieser neue Präsident diese Macht beschränken und ihnen, diesen Konzernen einen neuen Rahmen setzen. Die 8 Quellen der Macht des technologisch-wirtschaftlichen Komplexes haben wir uns angeschaut und wir haben folgende Quellen identifiziert. Zunächst muss man einfach mal die wirtschaftlichen Realitäten zur Kenntnis nehmen. Jedes der GAFAM-Unternehmen, so nennen wir die Gruppe, bestehend aus Alphabet, also Google, Amazon, Facebook, Apple und Microsoft, jedes dieser Unternehmen außer Facebook, Facebook ist ein bisschen kleiner, ist mindestens 10-mal, wenn nicht mehr, größer in der Marktkapitalisierung als SAP, das größte europäische Unternehmen nach Marktkapitalisierung. Das heißt also, wir haben es hier in der Tat mit Nummer 1 bis 7 und je nach Stand der Aktien 1 bis 10. Die 5 Unternehmen sind immer drunter unter den Top-Werten der amerikanischen Börse. Es sind die wertvollsten und reichsten Unternehmen der Welt und Geld bedeutet bekanntlich Macht. Zweitens findet sich bei diesen Unternehmen eine Akkumulation persönlicher Datenprofile über Menschen auf der ganzen Erde, die es so noch nie gegeben hat. Diese Unternehmen wissen mehr über uns, als wir selber über uns wissen und arbeiten mit Verhaltensvorhersagen und versuchen, unser Verhalten auch durch Verhaltensvorhersagen und Beeinflussung zu kontrollieren, in dem Sinne eben, dass wir so beeinflusst werden, dass es möglichst ihrem Geschäftsmodell entspricht und sie möglichst viel Geld verdienen. Solch eine Konzentration von Macht durch Wissen über Individuen hat es noch nie zuvor gegeben.
Drittes Element der Macht, die Netzwerk- und Lock-in-Effekte der Plattformökonomie. Es ist eben in der Plattformökonomie, in der ein Winner-Takes-it-All-Prinzip herrscht, sehr, sehr schwierig, eine Plattform zu wechseln, wenn man erstmal drauf ist. Und es ist auch sehr schwierig, eine neue konkurrierende Plattform zu errichten. Denn wenn eine Plattform erstmal eine kritische Größe erreicht hat, ist es einfach nicht mehr interessant für Marktteilnehmer, für Interessierte, ob es Kunden oder Verkäufer sind, auf eine andere Plattform zu gehen. Schließlich haben diese Konzerne auch eine sehr dominante Stellung bei der systemintegrierenden Innovation im Bereich der KI. Wir sagen nicht, dass dies die einzigen Unternehmen sind, die forschen oder die einzigen Unternehmen sind, die KI-Elemente entwickeln und da auch sehr gute Fortschritte machen. Aber was wir sagen ist, dass sie diejenigen sind, die eine sehr starke Stellung haben bei der Integration der verschiedenen Forschungsergebnisse oder verschiedenen Elementen von KI, die vielleicht in anderen Unternehmen, in kleinen, mittleren oder Startups entwickelt werden. Also ihre Fähigkeit, diese ganzen Elemente zusammenzuführen zu Geschäftsmodellen, die auch funktionieren, ist sehr, sehr dominant und da stehen sie auch relativ alleine da. Was sie tun ist, sie kaufen entweder konkurrierende Geschäftsmodelle oder attraktive neue Geschäftsmodelle auf, sie imitieren sie oder verdrängen konkurrierende oder anschließende Innovationen. Wir haben das sehr genau recherchiert, wie viele Hunderte von Unternehmenskäufen da über die letzten Jahre stattgefunden haben durch jedes dieser Unternehmen. Und das geschieht unterhalb der Eingriffsschwelle des Wettbewerbsrechts, das eben oft erst ansetzt ab einer Unternehmensgröße, die auf beiden, sowohl bei dem Objekt, das gekauft wird, als auch beim Käufer, sehr hohe Eingriffsschwellen überschritten werden müssen. Schließlich sind diese Konzerne auch politisch sehr einflussreich. Kein Wahlkampf ohne die Nutzung von Twitter, YouTube, Facebook. In den letzten Wahlkämpfen gab es immer wieder auch sogenannte Embedded Staff, also Mitarbeiter der Konzerne, die nah an den Wahlkampfzentralen oder sogar in den Wahlkampfzentralen von Kandidaten und Parteien auf der ganzen Welt mitgearbeitet haben. Und aus dieser frühen Beziehung in der Politik entsteht eine große Dankbarkeit. Und das ist nur ein Element ihres politischen Einflusses. Wir reden jetzt gar nicht über das ungeheure Geld, was diese Unternehmen aufwenden für das Lobbying. Das merke ich in Brüssel ganz deutlich. Lobbying unmittelbar, aber auch Lobbying über eine Vielzahl von Verbänden, die alle das Gleiche sagen, sich auch teilweise sehr europäisch anhören. Ja, zum Beispiel Digital Europe als angeblich der Dachverband der europäischen Digitalwirtschaft ist aber sehr stark dominiert durch diese amerikanischen Konzerne. Sie beschränken sich aber nicht auf das unmittelbare politische Lobbying, sondern sie versuchen auch, die Öffentlichkeit zu kontrollieren durch ihren Einfluss auf Journalismus. Es gibt Journalismusprogramme bei Google und Facebook, wo sehr viel Geld, Hunderte von Millionen ausgegeben wird, um freundschaftlich mit Pressehäusern zusammenzuarbeiten. Hier entstehen Abhängigkeiten und sagen wir mal, die Bereitschaft, freundlich dienlich zu sein bei den Verlagen gegenüber diesen Konzernen. Und gleichzeitig beherrschen sie die Netzwerke der öffentlichen Diskussion. 60% der Bürger in Deutschland und ein ähnlicher Anteil kommt immer auf die Art der Zählweise an. Man sagt zwischen 40% und 60% der Bürger auch in den Vereinigten Staaten bekommen ihre politische Information aus dem Internet und ihre politische Wahrnehmung wird gesteuert durch die Algorithmen dieser neuen elektronischen Infrastrukturen des demokratischen öffentlichen Diskurses. Und schließlich gehört zu diesem Instrumentenkasten, zu diesem Zusammenwirken von verschiedenen Elementen der Macht auch eine eigene Ideologie dieser Unternehmen, nämlich die Ideologie der totalen technischen Machbarkeit, die in die Zukunft reicht, nach der Sicht einiger, natürlich nicht aller, bis hin zu einer Singularity, also eines Verschmelzens von Mensch mit Technik in gottgleicher Form. Und das alles zusammen ist eine Anballung von verschiedenen Machtelementen, wie wir sie so in unseren Gesellschaften noch nicht gesehen haben.
Wir schreiten dann fort und versuchen, das Menschen- und Weltbild dieser Unternehmen zu analysieren und setzen uns mit den Akteuren der kalifornischen Ideologie auseinander und auch mit denen, die, wenn man so will, die Sprachregelung entworfen haben, die man immer wieder findet im Diskurs mit diesen Konzernen. Was mich besonders interessiert hat, wir sind jetzt in C1, ist die Declaration of the Independence of Cyberspace von John Perry Barlow, also dieser poetische Text des Dichters der Texte von Grateful Dead, eines der Mitbegründers einer der großen zivilgesellschaftlichen Organisationen in den Vereinigten Staaten, der Electronic Frontier Foundation, die sich für die Freiheit des Internets einsetzt. Und John Perry Barlow sagte in diesem Text: Wir sind eine andere Welt auf dem Internet. Der Cyberspace unterliegt nicht der demokratischen Kontrolle. Wir wollen hier keine Regierung. Wir wollen hier keine Parlamente, die Gesetze machen. Wir regeln unsere Probleme selbst. Und aus diesem, wenn man so will, Selbstorganisationsimpetus, der natürlich am Anfang etwas Gutes hatte, weil man sagte, wir wollen uns selbst organisieren, wir wollen da nicht zentral von Washington aus kontrolliert werden. Es gab da viele Elemente auch schon in den 60er und 70er Jahren von Dominanz in der Technik durch den Mainframe von IBM und so weiter. Davon wollte man sich freimachen. Aber aus diesen anfänglichen Selbstorganisationsbasisdemokratischen, wenn man so will, Anfängen, ist ein Diskurs geworden, der in vielen Bereichen antidemokratische Formen angenommen hat. Wenn man 40 Jahre später, nachdem diese Konzerne riesig geworden sind, immer noch sagt, wir wollen ein weltweit ungebrochenes Internet. Keiner darf Gesetze machen, die diese Ungebrochenheit berühren. Dann muss man sich die Frage stellen, wie man das vereinbaren kann mit dem Prinzip, dass Menschen über Demokratie sich selbst bestimmen und dass diese Selbstbestimmung nun mal über verbindliche Gesetze geschieht. Ja, wir sind der Meinung, dass in der praktischen Politik, ich bin jetzt schon bei Teil D, wir nachweisen können, dass die GAFAM-Konzerne immer wieder daran gearbeitet haben und bis heute daran arbeiten, Recht und Demokratie zu unterminieren. Sie versuchen immer wieder verbindliche Regeln und sie versuchen es nicht nur, sie waren vor allem in Amerika damit auch sehr erfolgreich, verbindliche Regeln zu vermeiden und setzen auf Freiwilligkeit, also anschließend auch an klassisch neoliberale Theorien, dass Gesetze immer Innovation behindern. Sie versuchen durch ihre Organisation des Lobbying, wir haben das mal bei Bitkom etwas genauer verfolgt, den Staat rauszuhalten aus der Kontrolle der Unternehmen, wenn es zum Beispiel um die Anwendung der Datenschutzgrundverordnung geht. Sie versuchen, einen Ethikdiskurs über künstliche Intelligenz zu setzen an die Stelle gesetzlicher Regulierung von künstlicher Intelligenz. Es gibt also eine ganze Reihe von Texten, in denen man diese Tendenz nachvollziehen kann. Und wenn einmal ein Gesetz gemacht wird, dann versuchen sie systematisch, die Bindungswirkung dieses Gesetzes zu unterlaufen, dieses Gesetz so schwach wie möglich zu machen. Und wenn es dann einmal tatsächlich in den Gesetzbüchern ist, so habe ich das jedenfalls erlebt, ich war damals federführender Direktor für die Einführung der Datenschutzgrundverordnung, dann wird gegen dieses Gesetz auch vor Gesetz gekämpft, bis zur letzten Instanz und auch nicht nur einmal. Wenn Sie sich angucken, wie systematisch Google unbegrenzte Mittel einsetzt, um immer wieder gegen das Recht auf Vergessen zu kämpfen, dann haben Sie hier ein Beispiel dafür, dass dieser Konzern dieses Gesetz aus Europa einfach zu Fall bringen will. Ja, wir sind da sozusagen in der V-Kurve des Buches, geht es immer weiter nach unten. Es wird sehr viel Kritik geübt und diese Kritik bezieht sich natürlich auch auf den Verfall der Öffentlichkeit, den neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit durch das Internet, den wir und vor allem natürlich Matthias sehr genau analysiert haben, die ganzen Probleme, die wir haben durch das Internet, von Fake News und Propaganda über Hass und Gewalt, die sich einfach auf diesen Systemen ausbreiten können und
Diese Konzerne können nach gegenwärtiger Rechtslage es sich ja erlauben, wenn sie nicht darauf aufmerksam gemacht werden, dass dort rechtswidrige Inhalte auf ihren Netzen sind, dann können sie sich erlauben, sich zurückzulehnen und das einfach geschehen zu lassen. Damit unterscheiden sie sich ganz wesentlich von den Medien, also Zeitungen, Radiostationen, Fernsehstationen, die verpflichtet sind, wenn sie Webseiten betreiben, wo Dritte kommentieren, dort dafür zu sorgen durch Moderation, dass dort keine rechtswidrigen Inhalte vorhanden sind. Und ich will nur mal sagen, aus aktuellem Anlass, in Amerika ist man natürlich sehr nah an dieser Technologie. In Amerika gibt es eine Diskussion, dieses Plattformprivileg abzuschaffen, nicht nur von Trump, sondern auch von Biden. Und das hat etwas damit zu tun, dass diese Konzerne ja auch 80% der neuen Online-Werbeeinnahmen einkassieren. Also nur Facebook und Google kassieren alleine 80% der neuen Werbe-Online-Einnahmen ein. Dieses war das Geld, was früher der freien Presse, der vierten Gewalt, den Journalisten, die den Anspruch haben, die Macht im Staate durch Investigativjournalismus, durch Nachfragen, durch Nachforschen zu kontrollieren, entgeht. Dieses Geld landet jetzt bei diesen Plattformen und die Presse geht den Bach runter. In Amerika haben im letzten Jahr 14.000 Journalisten ihren Arbeitsplatz verloren. Und unsere These ist, wir müssen darüber nachdenken, wie diese Plattformen so reguliert werden können in der Zukunft, dass Öffentlichkeit, dass das, was in der Demokratie notwendig ist, nämlich dass ein Diskurs stattfindet über die Grundfragen der Gesellschaft und ein Diskurs, der auch demokratische Entscheidungen dann ermöglicht, dass das auch wieder stattfinden kann und dass es nicht so weitergeht, dass, sagen wir mal, Journalisten oder Frauen oder auch Ortsbürgermeister in Ostdeutschland aus der Politik vertrieben werden, weil sie es nicht mehr aushalten, wie sie angegangen werden auf dem Internet, beziehungsweise noch schlimmer, weil sie nicht möchten, dass die Hetze auf dem Internet dazu führt, dass ihre Kinder mit Baseballschläger begrüßt werden, wenn sie das Elternhaus verlassen. Sie haben ja gesehen, was wir in Deutschland für Entwicklungen haben. Die politische Gewalt in Deutschland ist um 300% gestiegen in den letzten Jahren. Und unsere These ist, das hat auch etwas mit dem unregulierten Internet zu tun. Ja, das ist sozusagen der Tiefpunkt der V-Kurve des Buches. Jetzt geht es wieder nach oben. Jetzt sind wir nämlich bei F angekommen, Gegenentwurf und Selbstvergewisserung. Hier geht es uns darum, daran zu erinnern, dass wir in Deutschland, in der deutschen Philosophie auch großartige Quellen haben, um mit diesen Problemen von Technik und ihren Fernwirkungen und auch mit der Verantwortung für Technik fertig zu werden. Wir erinnern hier an das Prinzip Verantwortung, das große Buch von Hans Jonas, damals in einer Auflage von 250.000 in Deutschland erschienen, 1979. Die Bibel der Anti-Atomkraft-Bewegung, Hans Jonas, der Erfinder des Vorsorgeprinzips. Und wir sagen eigentlich, wir brauchen heute eine Aktualisierung des Vorsorgeprinzips. Wir brauchen nämlich eine Verantwortung derjenigen, die diese Technologien entwickeln und nutzen, auch für die Auswirkungen auf Grundrechte und Demokratie. Es ist also eine Erweiterung, eine Fortschreibung des Prinzips von Jonas, der ja damals sagte, Technologen müssen Verantwortung übernehmen für die Umwelt, eine neue Ethik, nicht nur gegenüber dem anderen Menschen, sondern gegenüber der Umwelt. Und wir sagen, heute muss das weitergehen. Wir brauchen auch eine neue Verantwortung für Demokratie und Grundrechte. Übrigens auch, um Nachhaltigkeit sicherstellen zu können, ökologische Nachhaltigkeit, denn ohne Demokratie, so jedenfalls unsere These, geht das nicht. Wir diskutieren hier also in Kapitel F Gegenentwürfe und wollen beitragen zu einer Selbstvergewisserung darüber, dass Demokratie, Grundrechtsorientierung mit Hilfe eines Blickes auch auf die großen Philosophen, nicht nur aus Deutschland, auch von, ich will hier keinen nationalistischen Vortrag halten, aber auch mit deutschem Denken verbunden, dass dieser Blick sich lohnt und dass er sich auch gerade lohnt für die technische Intelligenz, die ja immer mächtiger geworden ist, aber tatsächlich im Vergleich zu ihrer zunehmenden Macht immer weniger an der Politik teilnimmt. Wir haben an einer Stelle in diesem Buch auch mal einfach nachgezählt, wie viele Ingenieure und wie viele Techniker und Naturwissenschaftler eigentlich in den Parlamenten sitzen.
Und es sind immer weniger geworden. Das heißt, wir leben in einer Welt, in der Technologie eigentlich immer wichtiger wird in unserem Leben. Und die Menschen, die diese Technologie erstellen, sind eigentlich in der Politik, jedenfalls in den Parlamenten, immer weniger vertreten. Also zum Schluss Kapitel G, was tun? Und tja, das erste Unterkapitel ist die Frage, können wir auf die Demokratie in Amerika hoffen? Und unsere Antwort ist eigentlich, es gibt nicht ein Amerika, es gibt ein, ich nenne das mal ein gutes Amerika. Und dieses Amerika findet man in vielen Universitäten, auch in den Unternehmen, findet man auch in der Politik. Aber dieses gute Amerika, was bereit wäre, entsprechende Regeln anzunehmen, auch legislativ, setzt sich nicht durch. Es gibt in Amerika eine große Ernüchterung über die Macht des Geldes in der Politik. Deshalb ist unsere Antwort, wir würden zwar gerne, dass die Amerikaner die Probleme mit diesem Konzern selbst in die Hand nehmen. Es sind nämlich auch Probleme Amerikas. Amerika selbst leidet unglaublich unter der Dominanz dieser Unternehmen. Aber wir glauben nicht, das wird passieren. Wir glauben, wir müssen da selber ran in Europa. Wir brauchen eine aktive Demokratie- und Technologiepolitik. Wir müssen vor allem die Unabhängigkeit von Journalismus und Wissenschaft stärken gegenüber diesen Konzernen auch. Es kann nicht sein, dass sowohl im Journalismus, haben wir schon drüber gesprochen, als auch in der Wissenschaft, überall, wo Forschung zum Beispiel betrieben wird über die gesellschaftlichen Auswirkungen der Technologien auf das Internet, diese Konzerne als Finanziers immer schon da sind. Wissen Sie, wenn Sie in Berlin sich angucken, das Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft, hört sich an als Teil der Universität Humboldt, ist es aber nicht. Es ist ein von Google finanziertes Institut. Wenn Sie dort die Arbeitsbedingungen angucken und vergleichen das mit einer deutschen öffentlichen Universität, dann sehen Sie, was das Problem ist. Es darf nicht sein, dass es für Wissenschaftler auf Dauer einfach attraktiver ist, immer irgendwie das Geld von diesen Konzernen zu nehmen und sozusagen von ihren Geldern zu leben. Wir brauchen eine Wissenschaft, die nicht beeinflusst wird von diesen privaten Geldern und die alleine Wahrheit und Forschung verpflichtet ist. Ja, was tun gegen Machtkonzentration bei den GAFAM-Unternehmen? Da gibt es viele Vorschläge. Einer, der mir besonders gut gefällt, ist die Pflicht zur Interkonnektivität. Also man muss sie gesetzlich verpflichten, die Netzwerke sich zu öffnen für konkurrierende Netzwerke, in dem Sinne, dass Mitglieder von konkurrierenden Netzwerken, und das können soziale Netzwerke sein wie Facebook, das können auch Industrienetzwerke sein, dass Mitglieder konkurrierender Netzwerke nach den Regeln des konkurrierenden Netzwerks sich mit den Mitgliedern des dominanten Netzwerks vernetzen können, um so das Winner-Takes-It-All-Prinzip der Plattformökonomie zu sprengen. Es ist eben leider so, es ist nicht sehr attraktiv, zu Alternativen von Facebook zu gehen, wenn alle Freunde bei Facebook sind und man sich mit ihnen nicht verbinden kann. Und das gleiche Thema gibt es natürlich bei den Messengers und bei anderen Formen sozialer Netze. Also Interkonnektivitätspflicht, wie wir sie haben, auch in der Telefonie, ist für uns ein Mittel, um hier auch neuen Wettbewerb und neue Innovationsmöglichkeiten zu schaffen. Und vielleicht brauchen wir auch ein Gewaltentrennungsprinzip. Wenn es so ist, dass wir es heute mit Technologien zu tun haben, wie der künstlichen Intelligenz, die Allzwecktechnologien sind, und mit Plattformen, die eben nicht mehr nur einen Sektor bedienen, sondern die einen Sektor nach dem anderen aufrollen, die multisektoriell sind, vielseitig nutzbar sind, dann müssen wir darüber nachdenken, ob wir die Ausbreitung solcher Plattformen in alle Bereiche gleichzeitig nicht im öffentlichen Interesse beschränken müssen. Wir haben eine lange Tradition der Gewaltenteilung im Staat. Wir haben ähnliche Gesetze zur Beschränkung von sich ausbreitender Machtdominanz im Bereich von Medien und Presse. Und wenn es so ist, dass diese Konzerne ganz wesentlich auch den öffentlichen Diskurs bestimmen, so glauben wir, ist es notwendig, hier auch ein Trennungsprinzip einzuführen. Im amerikanischen Kongress zum Beispiel hat es schon einen Gesetzentwurf gegeben, wonach die Plattformen keine Bankdienstleistungen erbringen können sollen. Und wir können über ähnliche Grenzen nachdenken. Für mich persönlich wäre es wichtig, zum Beispiel klarzumachen, dass an Schulen und in Kindergärten und vielleicht auch an Universitäten eben nicht die Konzerne tätig sein können,
die systematisch Daten über Menschen sammeln und natürlich versuchen, dann bei Kindern und an Kindergärten und Schulen sozusagen damit anzufangen, das lebenslange Profil aufzubauen, die Menschen auf ihre Technologie zu sozialisieren und sie damit ihr Leben lang zu dominieren. Ja, wir kommen dann zur Zukunft des KI-Rechts, G5. Um es klar zu sagen, wir sind der Meinung, dass es nicht reicht, über Ethik zu reden und schöne Appelle niederzuschreiben in Form von Ethikkatalogen. Ich glaube, davon gibt es inzwischen über 70 in dieser Welt. Wir brauchen verbindliches Recht. Das Recht ist die edelste Form der Willensbildung in der Demokratie. Das Recht ist Ausdruck der Willensbildung in der Demokratie. Es ist demokratisch legitimiert, mehr als jeder Ethikkatalog von irgendwelchen tollen Kommissionen. Und es ist vor allem, und das ist auch sehr wichtig bei diesen Machtfragen, es ist durchsetzbar gegenüber den Konzernen. Das reicht natürlich nicht, aber das ist ein Grundplädoyer. Wir müssen wieder zurückkehren zu den guten Prinzipien von Rechtsstaatlichkeit, denn nur mit Recht können wir am Ende Demokratie und Grundrechte schützen. Für die Folgen der Technologie, glauben wir, brauchen wir systematische Folgenabschätzung, nicht nur was Ökologie angeht, was die Wirkung auf die Privatsphäre angeht, die Folgenabschätzung im Bereich des Datenschutzes ist ja schon Rechtspflicht, oder was Sicherheit angeht, sondern wir glauben, dass wir in Zukunft jedenfalls bei großen Systemen algorithmischer Entscheidung, also auch der künstlichen Intelligenz, auch eine Folgenabschätzung brauchen über allgemeine Grundrechtseinwirkung, über die Frage, was bedeutet dieses System für die Demokratie und auch eine Frage, wird dieses System alle gesetzlichen Regelungen beachten, die für einen Menschen gelten würden, der gleiche Funktion ausübt. Um es ganz klar zu sagen, ein Prinzip für die künstliche Intelligenz muss sein, nichts kann rechtmäßig durch künstliche Intelligenz getan werden, was nicht durch einen Menschen rechtmäßig getan werden kann. Diese Folgenabschätzungen sind sehr komplex. Für diese Folgenabschätzung braucht man sehr tiefe technische Kenntnisse. Man braucht auch technische Fantasie, um sich vorstellen zu können, was mit einer Technologie möglich ist, was damit gemacht werden könnte, wenn man gute Absichten hat, was damit gemacht werden könnte, wenn man schlechte Absichten hat. Das heißt, es muss hier zusammenkommen. Technisches Verständnis, technische Vorstellungskraft, aber auch eine Kenntnis der Funktionsprinzipien der Demokratie, des Rechtsstaats und unserer Gesellschaft. Und das ist die Schlussthese, die ich auch gerne heute mal mit Ihnen diskutieren würde. Ich glaube, in dieser zunehmend technisch beherrschten Welt für diese Art von Folgenabschätzung brauchen wir eine neue Art von Ingenieurwissenschaften. Wir brauchen nämlich einige Ingenieure, die diese Doppelfunktion kompetent wahrnehmen können. Und wissen Sie, wenn Sie Lehrer werden wollen, oder wenn Sie Richter oder Jurist werden wollen, selbst Anwalt oder Staatsanwalt, müssen Sie eine Staatsprüfung ablegen. Warum? Weil jedenfalls der deutsche Staat einmal entschieden hat, wir wollen nicht Leute, die solche zentralen Funktionen wie Lehrer oder Jurist in unserer Gesellschaft wahrnehmen, einfach nur mit Universitätsexamen auf die Welt loslassen. Wir wollen, dass der Staat selbst Verantwortung dafür übernimmt, dass diese Leute das Richtige gelernt haben und übrigens auch eine ordentliche Wertorientierung haben, nämlich eine Wertorientierung auf Demokratie und unsere Verfassung und Grundrechte. Das haben wir bei Lehrern und das haben wir bei Juristen. Und meine These ist, ein Teil der Ingenieure sollte wählen können, solch ein Examen zu machen und damit eine Qualifikation erwerben, die es sieht sozusagen befähigt, dann zertifizierte Folgenabschätzungen im großen Stil durchführen zu können. Also wenn Sie so wollen, brauchen wir dann auch gesetzliche Vorschriften, die genau wie das bei Lehrern dann natürlich der Fall ist und bei Juristen auch, sagen, in diesen und diesen Bereichen, da muss eine Stelle XY besetzt werden mit einem Ingenieur der Demokratie, um das mal so zu nennen. Ja, Abschluss Ingenieur der Demokratie. Das heißt mit einem Ingenieur, der natürlich die Technik versteht, aber auch gelernt hat, die Folgen dieser Technik zu beziehen auf die Funktionsfähigkeit von Demokratie und Grundrechtssystem. Das ist das, was wir nennen die Operationalisierung der neuen Verantwortung der technischen Intelligenz. Und unser Buch endet sehr optimistisch. Wir glauben nämlich,
dass in Deutschland die Voraussetzung dafür, dass Ingenieure Verantwortung übernehmen für Technologie, besser sind als in vielen anderen Ländern. Wir haben eine große Tradition verantwortlichen Ingenieurwesens. Und ich rede jetzt nicht von VW, was da passiert ist, sondern ich rede natürlich von der Tradition, die Eugen Kogon, der Politologe, der sich sehr um die wertorientierte Ausbildung von Ingenieuren nach dem Zweiten Weltkrieg gekümmert hat, in einer Großstudie schon 1976 festgestellt hat. Diese Studie hieß die Stunde der technischen Intelligenz. Das war eine Studie mit über 20.000 Ingenieuren, die Mitglieder der großen Ingenieursvereinigung waren, und in der festgestellt wurde, dass 75% der Befragten damals mit Ja antworteten auf die Frage, sind sie bereit, die Verantwortung zu übernehmen für die politischen Folgen ihrer Innovation. Das ist ein guter Ausgangspunkt. Und wir glauben auch, dass es wichtig ist, dass sich die technische Intelligenz in der Demokratie mehr engagiert, in Parteien, in Parlamenten. Denn ohne das Wissen der technischen Intelligenz und ohne eine Nähe zur Demokratie der technischen Intelligenz werden wir in dieser zunehmenden technodominierten Gesellschaft Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht so fortentwickeln können, wie wir uns das wünschen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Diskussion. So, vielen Dank, Herr Nemitz, für die Vorstellung. Jetzt könntet ihr euch auch alle wieder dazuschalten. Super. Genau, also wie wir gehört haben, ein sehr aktuelles Buch, ein spannendes Buch, das jetzt auch, wie Sie mir gestern verraten haben, in der zweiten Auflage erscheinen wird. Die Aktualität nicht zuletzt auch gegeben durch die US-Wahl diese Woche. Es gab ja in den letzten Monaten diverse Anhörungen im Zusammenhang oder im Hinblick auf eine mögliche Abschaffung der Section 230, die eben diese Provider-Privilegien regelt. Sie sind eben kurz oder Sie sind darauf eingegangen. Es gab diverse interessante Propositions, die im Zusammenhang mit den Themen im Buch stehen. So wurde in Kalifornien die dortige Datenschutzverordnung abgeschwächt. Es gab gleichzeitig eine, die die Rechte der Gig-Worker etwas gestärkt hat, und in Michigan gab es einen ganz interessanten Vorschlag, der sich um die Frage dreht, welche elektronischen Devices dürfen denn durchsucht werden. Vor diesem Hintergrund sozusagen der letzten Entwicklung in Amerika und das zusammengenommen sozusagen mit Ihrem Schlusscredo, also auf der letzten Seite im Buch schreiben Sie ja beide, es ist wichtig, die technische Intelligenz einzuladen, zum Ingenieur der Demokratie zu werden. Und jetzt haben wir drei Ingenieurinnen hier, Informatikerinnen. Und vor diesem Hintergrund würde mich jetzt von Ihnen interessieren, wie schätzen Sie die Thesen des Buches ein im Hinblick auf die Veränderungen in Amerika, und wie beantworten wir die Frage des Buches, können wir auf die amerikanische Demokratie noch hoffen oder müssen wir alles in die eigene Hand nehmen? Gerne einfach anfangen, oder vielleicht Deborah, du hast ja einen Bezug zum Thema. Da ich ja aus den USA stamme und auch in Kalifornien gelebt und studiert habe, und auch angefangen habe, mit dem Internet zu spielen. Also ich habe in den diese grenzenlosen Freiheit des Grundinternets kennen und schätzen gelernt, muss ich auch erstmal feststellen, Amerika ist nicht eine einheitliche Gebilde. Also Amerika ist unglaublich vielfältig. Und ich würde mich auch davor sperren zu sagen, Good America. Das ist so eine Wertvorstellung. Es ist ein Good America, Bad America. Nein, es gibt sehr viele andere Vorstellungen. Es ist ein sehr vielfältiges Land mit sehr vielen Sachen, die ich natürlich persönlich gut finde, und Sachen, die ich nicht persönlich gut finde.
Und deswegen würde ich mich natürlich auch gegen diese Idee der kalifornischen Ideologie oder diese kalifornische Vorstellung auch ein bisschen wehren. Weil wir müssen ja tatsächlich trennen zwischen das, was die Firmen wirklich meinen und was tatsächlich in anderen Stellen passiert. Also ich würde es nicht nur an einigen von diesen geografischen Gesichtspunkten festlegen. Ich denke im Moment, so wünschenswert es wäre, dass das ein oder andere Regulierung kommen könnte in den USA. Biden hat im Moment ganz anderes zu tun, als sich mit den großen Firmen zu beschäftigen. Ich finde schon, dass viele von denen, gerade Google ist so groß geworden, dass es eigentlich eben nicht hätte zusammengehen können zu Alphabet, sondern es hätte tatsächlich aufgespalten werden sollen. Wie damals AT&T in dem großen Prozess, wo aus Marbell eben die ganze Baby Bells hervorgegangen ist. Also das finde ich, ist ein Aspekt, den wir einfach gucken müssen. Es gibt nicht nur die eine. Und das macht es so kompliziert, denn zu diskutieren, weil es gibt Gutes und Schlechtes. Ein ganz wichtigen Punkt, was ich jetzt wirklich noch unterbringen möchte, ist dieses, ach, die nehmen so viel Geld an und die arme, arme Presse, denen fehlt das Geld. Naja, also wir erlauben diesem System, dass sie so viel Macht über uns haben. Wir lassen das zu. Es ist ja nicht nur, die nehmen sich die Macht, sondern wir erlauben das, weil wir faul sind. Und das ist ja die Sache, Google und Facebook und so weiter haben gelernt, wie sie unsere Faulheit ausnutzen können. Und viele anderen, insbesondere viele Presseorgane, haben komplett verpennt, was das Internet ist. Und wollen lieber, dass man ein ganzjähriges Abonnement abschließen, statt dass ich vielleicht 50 Cent bezahle für einen gut recherchierten Artikel. Und das hat natürlich dazu geführt, dass das ganze Geld bei Google und Co. gelandet ist. Und ich denke, das können wir nicht außer Acht lassen, wenn wir darüber diskutieren. Das vielleicht erstmal nur so. Christina, ergänz gerne. Also ich möchte zuerst mal noch eine Bemerkung machen. Ich denke, wir dürfen nicht die GAFAM als das Internet bezeichnen. Für mich ist das Internet immer noch die Leitung unten drunter, die die Kommunikation ermöglicht und nicht die Anwendungen obendrauf, wie Suchmaschinen, soziale Netzwerke und so weiter. Was ich noch einbringen möchte, ich habe 98 das Buch gelesen, Privacy on the Line, von Diffie und Susan Landau, und die haben sehr stark auch erzählt, wie die Geschichte der Überwachung in den USA ist. Und also gerade auch die McCarthy-Ära in den ganzen Kommunisten und wie da diese Übergriffe auch waren. Und das kam von staatlicher Seite. Und da habe ich, also da fing das auch an, die Begründung, die auch sehr stark auch in der EFF war und insgesamt auch in der Internet-Community, der Staat soll sich raushalten. Und ich denke, das ist auch wirklich eine Abwehrhaltung gegen Übergriffigkeiten, die im letzten Jahrhundert leider wirklich sehr stark erfolgt sind. Ich glaube, wir sind uns hier nicht bewusst, wie groß der Einfluss war, auch auf Künstler und Freidenker durch diese McCarthy-Ära und die Kommunistenverfolgung. Und das andere, das Problem kennt Debbie, wenn wir manchmal diskutieren, sie kommt eben mehr aus dem amerikanischen Background, auch von der Erziehung her, ich von hier. Wir haben hier nun mal wirklich diesen Unterschied zwischen Utilitarismus, dem System, was in den USA vorherrscht, und Kant, Deontologie hier. Und wenn wir jetzt anfangen und ein gemeinsames Wertesystem entwickeln wollen oder ein Rechtssystem, dann scheitern wir daran. Wir haben grundsätzlich unterschiedliche Vorstellungen. Und das Internet oder diese Firmen, die operieren ja im internationalen Raum. Und von dem her ist es schwierig, und von dem her dürfen wir auch nicht auf diesen anderen Grundlagen basieren, wenn wir lokale Probleme lösen wollen. Vielleicht ist Überwachung ein ganz guter Punkt, um weiter oder anzuknüpfen. Also es gab ja oder gibt in den USA ja auch Überlegungen, ein Federal Facial Recognition Ban zu verabschieden. Wie wahrscheinlich das auch ist, vielleicht mal dahingestellt, aber es gab ja auch innerhalb der EU entsprechende Überlegungen und auch mal in einem ersten Entwurf einen entsprechenden Passus in einem Strategiepapier der Kommission. Vielleicht, Herr Nemitz, wie schätzen Sie das denn ein, sozusagen die Möglichkeiten innerhalb der EU hier vielleicht auch mal wieder oder auch mit Beispiel voranzugehen und
das Thema Überwachung direkt anzugehen? Ja, also zunächst mal glaube ich, heute müssen wir natürlich wahrnehmen, das haben wir im Buch auch ausführlich geschrieben, dass die Kombination aus dem massenhaften Sammeln persönlicher Daten durch Google, Facebook und so weiter plus NSA, National Security Agency in den Vereinigten Staaten, natürlich das größte Überwachungssystem der Welt sind. Kein anderer Staat, nicht China, nicht Russland, nicht Europa, hat diese Kapazität, in andere Staaten hineinzugehen und die Bürger einzeln auszuforschen, also durch diese Private-Public Partnership sozusagen, zwischen den Datensammlern, den GAFAM-Konzernen und der NSA. Und das haben die Amerikaner, das hat Präsident Trump dann ja auch gesehen, dass TikTok war das erste Mal, dass die Chinesen das auch machen. Und unter dem Thema National Security wurde sofort da hart rangegangen. Ich habe selbst, ich war der Verhandlungsführer der EU im Privacy Shield und war auch der Snowden-Aufklärer der EU. Ich habe selber erlebt damals, also als wir gesagt haben, wir wollen unsere Bürger aus Grundrechtsschutzgründen schützen vor eurer Massenüberwachung durch die NSA, durch das Abgreifen der NSA, der all dieser Daten, das ist ja übrigens auch gerichtlich bestätigt worden. Das ist auch der Grund, warum das Privacy Shield jetzt wieder aufgehoben wurde, weil überhaupt kein Zweifel steht, dass alle Daten, die nach Amerika fließen über das Internet, und das Internet ist nun mal amerikazentrisch aufgebaut, durch die NSA abgegriffen werden. Das ist eine riesige Überwachungsmaschine. Also insofern McCarthy-Erfahrung in aller Ehren, und aber heute sieht es anders aus. Nicht bei der Gesetzgebung, aber bei der faktischen Überwachung sind die Amerikaner ganz groß dabei. Und also diese Geschichten mit dem Verbot von der Gesichtsidentifizierung, dazu möchte ich Ihnen Folgendes sagen. Die Datenschutzgrundverordnung ist vollständig auf biometrische Daten anwendbar. Das heißt auch auf Gesichtserkennung. Man muss sie hart durchsetzen. Wir haben ein großes Durchsetzungsproblem in Europa mit der Datenschutzgrundverordnung. Da müssen wir einfach besser werden. Man muss sich genau überlegen, wenn man jetzt ankommt mit einem Rechtsakt, um speziell nochmal die Gesichtserkennung zu verbieten, was das für ein a contrario Argument zulässt gegenüber den anderen biometrischen Datenerfassungen unter der Datenschutzgrundverordnung. Denn wenn man sagt, ja, das reicht nicht, was die Datenschutzgrundverordnung da gebracht hat, dann muss man das begründen. Und das ist, glaube ich, riskant. Also ich würde sagen, das machen wir mal lieber nicht. Was man allerdings machen kann, und das ist eine Schwäche der Datenschutzgrundverordnung, man kann natürlich Technologie regulieren. Man kann sagen, diese Technologien, die dürfen gar nicht in den Markt gebracht werden. Die Datenschutzgrundverordnung reguliert ja nicht Technologie, sie reguliert nur das Verarbeiten von Daten, das heißt das Sammeln von Daten und dann hinterher die Analyse und die Weitergabe von Daten. Da hätte ich Sympathie für zu sagen, diese Technologie sollten wir vielleicht jedenfalls in bestimmten Ausprägungen verbieten, genauso wie wir ja bestimmte Abhörsoftware schon auch als Kriegswaffen ansehen und dem Exportverbot unterlegen. Das sind Überlegungen, wo ich sagen würde, das könnte interessant sein. Also ich würde denken, dass beispielsweise solche Prinzipien wie Privacy by Design, die ja in der Datenschutzgrundverordnung vorhanden sind, dass die einfach, es muss klar sein, was sind best available techniques für Privacy by Design. Es muss Standards geben für Privacy by Design. Und diese Standards müssen dann von der Kommission abgesegnet werden, als diejenigen, die damit dann die Technologie, ob das Facial Recognition ist oder die neue Generation Automobile oder was auch immer es ist, eben nach solchen Prinzipien gebaut wird. Und ich glaube, da fehlt noch ein Baustein. Wie setze ich Privacy by Design um? Und dann im nächsten Schritt, wie sanktioniere ich hart, wenn Privacy by Design nicht eingehalten wird, was ja derzeit der Fall ist? Nur, Paul, die Sache ist ja die, wir haben es, und da komme ich nochmal auf USA zurück, wir haben es mit einer kalifornischen Ideologie zu tun. Ich fand toll diesen Begriff, den ihr gewählt habt, ozeanisches Gefühl.
Als ich im Valley damals für die Firmen gearbeitet habe, hatte ich auch dieses ozeanische Gefühl. Das ist halt die Idee, du hast halt enorm viel Geld und enorm viel Macht und du gehst mit einer Selbstverständlichkeit in die Welt und auch zum Beispiel nach Europa und denkst, naja, wenn da irgendwie noch ein Gesetz geändert werden muss, dann wird es halt geändert oder es wird halt erstmal nicht eingehalten. Es ist so ein, also auch ein Allmachtsgefühl. Und jetzt kommen also diese ganzen Lobbyisten und Firmen aus USA mit diesem Gefühl zu uns nach Europa. Und was setzen wir, was kann der politische Apparat auch dieser Haltung entgegensetzen? Haben wir genug Haltung in Europa? Rückgrat? Du hattest das ja im politischen Prozess. Also ich habe dich immer bewundert, wie du gekämpft hast, aber wie viele haben das? Naja, ich sage mal eine Sache, was die Deborah gesagt hat, die Bequemlichkeitsfalle, das Wort haben wir ja auch im Buch drin und Matthias und ich, wir haben ja gerade letzte Woche nochmal, oder war, ich weiß gar nicht, was diese Woche, Montag oder Dienstag, haben wir ja in der FAZ nochmal einen Artikel geschrieben mit dem Titel Die Personalisierungsfalle, aber im Grunde ist es ja ähnlich. Das ist genau dieses Gefühl, dass man ja eigentlich ganz zufrieden ist und vieles wird einfacher scheinbar, ja, und es ist so angenehm und man braucht nicht mehr lange Artikel lesen in der FAZ oder der Süddeutschen, sondern eine kurze Twitter-Meldung reicht. Also ich sag mal, man nennt das ja in der englischen Presse auch Dumbing Down, ja. Dumbing Down, immer kürzer alles, immer schneller und möglichst ohne sich irgendwo hinzubewegen, alles auf dem Mobiltelefon. Und ja, ich sag mal so, was, wenn du mich fragst, was können wir machen? Veränderung beginnt immer mit Kritik. Und ich glaube, wir müssen uns einfach angewöhnen, dass Kritik der Technologie auch viel differenzierter sein muss. Wir müssen darüber reden, dass ein politischer Diskurs, der nur auf der Größe des Mobiltelefons, auf dem Bildschirm des Mobiltelefons stattfindet, nicht mehr den Anspruch an Differenziertheit erfüllen kann, den wir uns in einer entwickelten Demokratie wünschen. Ja, es darf eben, wir müssen klar sagen, ein Präsident, der mit Twitter regiert, den wollen wir nicht. Ja, wir wollen einen Präsidenten, der in der Lage ist, die Gesamtzusammenhänge zu beschreiben, auch wenn das mal 1, 2 oder 3 oder 4 Seiten lang ist, und der auch in der Lage ist, die Dinge zu verstehen, die komplex sind, und der übrigens sich auch an die Wahrheit hält. Ja, und insofern bin ich wahnsinnig froh zunächst mal über das Wahlergebnis in Amerika, weil es eben doch zeigt, dass die Demokratie in Amerika, jedenfalls wenn es um the way must be open for change geht, noch funktioniert. Zum Glück, sage ich mal, zum Glück. Aber vieles, was folgt jetzt, ist auch ein Thema, wo wir bereit sein müssen. Und das ist auch so ein bisschen mein Appell an die technische Intelligenz. Wir müssen uns schon die Details angucken. Wir müssen bereit sein, in solche komplexen Fragen, wie zum Beispiel, du sagtest, Artikel 230 in diesem Communication Act, also in Europa Artikel 14 der E-Commerce-Richtlinie, wir müssen bereit sein, dort differenziert einzusteigen. Und Sarah, wir haben genau dieses Problem. Es gibt eine Tendenz, aus der Bequemlichkeitsfalle entstanden, würde ich mal sagen, auch ganz oberflächlich nur zu diskutieren. Die Kommission und das Europäische Parlament haben sich es einfach gemacht bei diesem Thema. Die haben nämlich einfach gesagt, nö, da machen wir gar nichts. Und Julia Reda rennt rum und sagt, no upload filters, keine Pflicht der Plattform, irgendeine Verantwortung für Inhalte selbst zu übernehmen. Und Mark Zuckerberg sagt, ja, das ist genau richtig, denn wenn wir Artikel 230 bzw. Artikel 14 E-Commerce-Richtlinie in Europa aufmachen, das heißt das Haftungsprivileg der Plattform abschaffen, hätte es Facebook nie gegeben. Das wollt ihr doch nicht, oder? Dann sagen alle jubelnd, ja, das wollen wir natürlich nicht und das Thema ist erledigt. Und den nächsten gedanklichen Schritt, dass man sich nämlich mal überlegt, was für Folgen hat es, wenn diese riesigen Plattformen immer noch dieses Haftungsprivileg genießen, den gehen nur sehr wenige. Und übrigens sind auch nur wenige bereit, mal ein bisschen weiterzudenken. Man könnte ja zum Beispiel sagen, natürlich machen wir das Haftungsprivileg für kleine Firmen und kleine Plattformen. Aber für die Großen, die zentral sind für die Meinungsbildung in der Demokratie, kann es nicht sein, dass sie natürlich eine Technologie haben, die ihnen erlaubt, ganz genau zu kontrollieren, was für Inhalte sie drauf haben. Sie glauben doch wohl nicht,
dass Google, Facebook und Twitter nicht in jeder Millisekunde, aber auch ganz genau wissen, was für Inhalte sie drauf haben. Das ist doch zentral für ihr Geschäftsmodell. Wenn ein neuer Inhalt draufgeladen wird, analysiert dieses System vollautomatisch sofort, was ist das? Welche Werbung wird im Umfeld geschaltet? Wer bekommt es zu sehen? Wie können wir mit diesem Inhalt am meisten Geld verdienen? Das ist doch das Geschäftsmodell. Das heißt, diese Firmen haben doch längst einen Upload-Filter. Und sie nutzen diesen Upload-Filter, um maximal Geld zu verdienen mit Werbung und damit, dass sie eben durch Algorithmus entscheiden, wem zeigen sie es, für wen ist das interessant und wen hält dieser Inhalt länger am Bildschirm. So. Und was viele von uns naiv sagen ist, ja, aber wir wollen nicht, dass dieser Upload-Filter im öffentlichen Interesse eingesetzt wird, um Hassrede, Aufstachelung zu Gewalt und Einladung, sich mal vorm Asylantenheim mit einem Baseballschläger zu treffen, ganz harmlos, rausgefiltert wird. Ja? Und ich würde sagen, da brauchen wir einfach ein bisschen differenzierteren Diskurs darüber, wie eigentlich unsere Demokratie noch funktionieren kann. Es gibt nämlich gute Gründe dafür, dass wir nach der Erfahrung mit der Nazi-Zeit, in der das Radio zentrales Propagandainstrument von Hitler war und in der die Presse konzentriert war bei Hugenberg, diese Medien streng reguliert haben. Und die Frage, muss noch erlaubt sein, auch gegen das Geschrei, gegen Uploadfilter, kann es denn richtig sein, dass wir unsere Medien in 30 Jahren intensiv reguliert haben und das auch weiterhin tun, aber die Plattformen dürfen machen, was sie wollen? Das kann nicht richtig sein. Differenzierter Diskurs ist, glaube ich, ein gutes Schlagwort. Lassen Sie uns das doch mal sozusagen von anderen Seiten beleuchten. Christina, ich glaube, du hattest dich eben, wolltest gerade was sagen? Ich glaube, Debbie wollte jetzt ganz dringend zuerst was sagen. Gerne auch. Wir hören dich nicht. Wir hören dich nicht mehr. Uploadfilter ist ein ganz kleines Problem, aber daran können wir es vielleicht zeichnen, was sehr viele anderen Aspekten haben. Man muss auch die Technologie verstehen. Was bedeutet diesen Uploadfilter? Und die Uploadfilter sind doof. So sehr sie meinen, die haben Intelligenz oder so. Es ist nicht möglich, Free Speech und das freie Ausdruck tatsächlich klar zu trennen. Wann ist irgendwas sarkastisch gemeint? Wann ist es nicht sarkastisch gemeint? Wann ist es Hate Speech? Wann ist es nicht? Das geht prinzipiell nicht, egal wie sehr Sie sich das wünschen. Und deswegen ist das Problem der Upload-Filter, der filtert auch noch Sachen weg, die wirklich in Ordnung wären. Das heißt, wir müssen unseren Gesetze, die wir schon haben gegen Hate Speech, müssen eingesetzt werden, um genau diesen Leuten, die auf Facebook oder sonst wo solche Hass-Tiraden bringen, um die zur Rede zu stellen. Twitter hat immerhin jetzt Steve Bannon rausgeschmissen, weil er verlangt hat, dass Fauci enthauptet wird, was eine Ungeheuerlichkeit gewesen ist. Wir müssen die Technik auch verstehen. Und die Technik ist nicht intelligent. Es ist sowas von dumm. Es reagiert auf Stichwörter. Und es wirkt intelligent. Und deswegen wird oft hineingedichtet da drin, das ist intelligent. Aber Julia Radar hat richtig, sie hat ganz absolut recht, wenn sie sagt, wir brauchen keine Upload-Filter dabei, weil das beeinträchtigt uns in unserem freier Rede. Ich glaube, ich muss auch nochmal so grundsätzlich auch das verstärken wollen, dass das ist auch in eurem Buch ein bisschen drin, so die regulative Idee, die uns diese Konzerne setzen, dass die Technologie sich im Prinzip natürlich auf jeden Fall so ganz stark entwickelt, diese Brain Interfaces und Neuralinks und was es alles geben soll und Quantencomputer, ja. Computing-Prinzip veralten lassen und das wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren oder so, das ist so ein dummes Zeug. Und ihr müsst euch als Juristen und Journalisten, ihr habt ein tolles Buch geschrieben, das sei mal vorweg, ja, ich lieb's und ich finde es toll, was ihr gemacht habt, aber ihr müsst genauso wie andere anfangen, den Diskurs, den die uns vorsetzen, zu hinterfragen. Ihr kauft, ihr und aber auch die Museen und die Politiker kaufen eine Geschichte. Aber es ist eine Geschichte und sie ist nicht wahr. Und die Zukunft kommt so nicht, wie sie uns das erzählen.
Das heißt, wir müssen alle aufpassen in unserem Diskurs, dass wir nicht über eine Zukunft diskutieren, die uns gesagt haben, dass sie so sei. Die Zukunft kommt ganz anders. Ich gebe euch mal ein, das ist auch zum Beispiel, ihr sagt was, Strukturwandel. Ne? Ihr diskutiert den Strukturwandel vor dem Hintergrund einer Struktur, die gesagt haben, dass sie so ist. Ich gebe euch mal ein Alternativszenario. Wir brauchen für die Chipproduktion 54 Metalle, 12 davon gehen uns aus. Wir brauchen für die Herstellung von künstlicher Intelligenz ungefähr 4000 Zulieferer. Wir sind in einer Zeit globaler Supply Chain Friktion. Wir gehen in eine Zeit rein, wo wir Ressourcenkriege führen werden, um digitale Infrastrukturen überhaupt aufrecht zu erhalten. Ja? Und das heißt, es könnte sein, dass wir 2040, 2050 nicht mehr über KI diskutieren, sondern dass wir versuchen, ganz banale Technologie wie die wir jetzt hier haben, noch zu konsumentenfreundlichen Preisen zu erhalten. Könnte sein. Ich sage nicht, dass es so ist. Aber ich sage, dass wir Struktur, wenn wir über Strukturwandel nachdenken und über die Rolle des Menschen im Netz, dass man dass wir uns alle hüten müssen, zunächst mal schon mal die Geschichte der Technologie als Gesetz anzusehen, die uns diese Konzerne erzählen. Das ist nämlich aus technischer Sicht ziemlich, ziemlich a lot of fiction. Ja, also nicht nur aus technischer, wenn ich da kurz einhaken darf. Also zum einen, der Strukturwandel ist in unserem Buch natürlich so verwendet, dass er sich wie bei Habermas im Grunde um die Struktur der Öffentlichkeit dreht. Und da vielleicht auch nochmal ein Wort zur Entwicklung der Presse, weil ich ja auch 30 Jahre in der Presse tätig bin. Die Presse hat sich massiv verändert natürlich durch diese Technologien. Die Art zu kommunizieren und Nachrichten zu verbreiten, aber auch Nachrichten zu generieren, hat sich massiv verändert. Und eben auch die Werbeerlöse haben sich massiv verändert. Wenn 80% dieser Gelder jetzt bei diesen Technofirmen liegen, die aber auf der anderen Seite für die Inhalte, die sie verbreiten, das ist ja der entscheidende Punkt, keine Verantwortung übernehmen, dann ist das nicht fair. Dann ist das eben auch kein Wettbewerb und dann führt das in Verbindung mit dem Plattform-Effekt eben dazu, dass die Presse vielleicht in einiger Zeit hier gar nicht mehr existieren wird. Und wenn wir keine freie Presse haben, das ist eine Industrie, die als einzige im Grundgesetz bei uns in Artikel 5 erwähnt ist, weil sie eben dafür sorgen soll, und zwar staatsfern, dass eine Meinungsbildung stattfindet und sie ist wichtig für den freien Austausch und überhaupt für die freie Meinungsäußerung. So sagt auch das Bundesverfassungsgericht, wenn diese Presse also so benachteiligt wird gegenüber diesen Tech-Unternehmen, dann müssen wir uns eben mit dem Gedanken auch anfreunden, dass es vielleicht irgendwann keine mehr gibt und dass wir dann eben eine automatisierte Öffentlichkeit haben, die Gesetzen gehorcht, die Demokratie und die das Recht eben nicht mehr beeinflussen können. Und vielleicht noch ein Wort. Eingangs wurde gesagt, der Staat soll sich raushalten. Das ist so die Tradition gewesen, Ideologie des freien Cyberspace und so weiter, klar. Aber der Staat hat sich am Anfang auch aus der Presse rausgehalten. Nur später hat er sie dann trotzdem reguliert. Und zwar schon vor weit über 100 Jahren, weil es dann natürlich auch Auswüchse gab, die für eine offene und demokratische Gesellschaft nicht gut waren. Und ein Presserecht zu machen, heißt ja nicht, dass der Staat sich in die Presse einmischt, sondern er regelt sie. Er legt fest, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist und vor allen Dingen, wer für was Verantwortung trägt und wie eine Selbstregulation aussehen kann. Und eine solche Regelung brauchen wir ganz, ganz dringend für diese Plattformen, sofern sie den öffentlichen Diskurs eben steuern auch. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und vielleicht nochmal, Sarah, was du gerade gesagt hast, finde ich ganz richtig. Wir brauchen, du hast eingangs gesagt, wir brauchen eine Haltung dazu. Und du hast das jetzt auch nochmal betont. Deswegen heißt ja unser Buch auch Prinzip Mensch. Wir sind auch der festen Überzeugung. Wir haben deshalb so ein langes Kapitel über diese kalifornische Ideologie drin, weil dort genau diese mehr verbreitet wird, dass die Technologie die Fortsetzung der Evolution mit anderen Mitteln ist. Und wir im Grunde von der Technologie schon längst überflügelt sind. Das ist ja auch eine Alltagsweisheit, die wir sofort verstehen. Also jeder Taschenrechner ist natürlich besser als wir in Mathe. Aber daraus wird ja gemacht, dass die Technik zum einen die Politik ersetzen wird und zum anderen letztlich auch dann den Menschen und diese transhumanistischen Fantasien, die da überall befeuert werden, die stecken schon ein ganzes Stück weit hinter diesen Versprechungen. Ich habe zahllose Kongresse besucht, wo diese Visionen to make the world a better place von Leuten, die sich selbst als Evangelisten wohlgemerkt bezeichnen, die also die gute Botschaft überbringen, dass eben man bitte die Technik nur machen lassen soll und die Technik wird dann alle Probleme, die die Menschen haben, lösen.
dann lehnen wir uns zurück und dann sind wir eben letztlich Fatalisten, dann lassen wir die Technik machen und das ist mit Sicherheit der absolut falsche Weg und davor muss man warnen und das muss man auch wissen. Deswegen kann die Alternative nur heißen, wir brauchen Werte, die keine nicht nur rein technologische Werte sind, sondern menschliche Werte und Freiheit und Demokratie gehören dazu und die müssen wir aufrechterhalten gegen die Anmaßung, alles könne nur mit Technologie gelöst werden. Wolltet ihr direkt noch was dazu erwidern? Dann Ja, bitte, Deborah, Sie wollen. Nee, fangen wir an, Sarah. Ich denke, also ich freue mich über jeden guten Journalisten, ja, aber man sieht natürlich auch einen Strukturwandel dahingehend, dass heute Zeitungen dann zum Beispiel mehr auf Leute wie mich zukommen, auf Professoren. Ich habe ein ganz spezielles Fachgebiet und ich schreibe dann halt einen Artikel, den hätte früher ein Journalist geschrieben. Es gibt Plattformen wie E.ON, die fantastische Artikel, die man früher nur in der NZZ am Sonntag sozusagen gelesen hätte, online heute findet, umsonst, geschrieben von Experten. Und an der Stelle muss man dann auch mal die Frage stellen, was ist denn, jetzt haben wir einen Strukturwandel, dass andere Leute schreiben und nicht nur Leute, die als Journalisten ausgebildet sind und als Generalisten. Und das ist doch gar nicht so schlecht. Die einzige Problematik, die wir haben, ist, dass natürlich auch Leute schreiben, die eigentlich nicht schreiben sollten, sprich, die sich zu Experten selbst erheben. Aber da ist es einfach, da geht es dann nicht darum, den Journalismusberuf aus dem 19. Jahrhundert zu schützen, sondern da geht es darum, sich die Frage zu stellen, wie können wir sicher sein, dass die Leute, die einen soliden Hintergrund haben, den Reach bekommen online, den sie haben sollte und nicht der Hate und die Dummheit. Und da müssen wir uns aber Gedanken machen über Strukturen, die neu sind. Also wir müssen versuchen, an dem neuen Mix der geistigen Contribution zu arbeiten und diese technisch umzusetzen. Und das können wir nicht, indem wir sozusagen veraltete Strukturen versuchen, krampfhaft aufrechtzuerhalten. Ich wollte da die technische Perspektive mit einbringen, als Techie. Wir wollen gerne alles machen, weil es da ist. Einfach schauen, was es geht. Und auch in den USA werden die Kindern beigebracht, die weißen Kindern, du kannst alles machen. Ja? Du kannst alles werden. Und deswegen diese Vorstellung, wir können mit Technik alles machen. Insofern, ich stimme zu, dass tatsächlich etwas gemacht werden musste, dass also Technikerinnen sich mit Werte begegnen und sich auseinandersetzen denn daran. Deswegen sind wir ja auch in der Fachgruppe Informatik und Ethik dran an dieser Fragestellung. Eine Lizenzierung, ein Staatsexamen oder so, da habe ich echt meine Probleme mit. Wer bestimmt im Staat, was korrekt ist und was die Leute alles wissen müssen? Also da habe ich meine Issues mit. Es wird sicherlich beruhigend zu wissen, dass das Wissenschaftsrat gerade vor ein paar Wochen eine Expertise herausgebracht hat, Empfehlungen für das Fach Informatik. Und sie empfehlen auch, dass Informatik und Gesellschaft sowie ethische Aspekte tatsächlich in die Curricula eingebaut werden sollen. Das Problem ist nur, was sollen wir weglassen? Mit einem dreijährigen Bachelor haben wir ganz wenig Zeit und Raum, wo wir sowas tatsächlich unterbringen können. Also das Bildungssystem hier, der Ingenieur der Demokratie, ich finde das einen ganz wunderbaren Terminus. Aber ich glaube, wir gehen in eine Zeit der Interdisziplinarität und Transdisziplinarität hinein. Und was wir wirklich brauchen, ist, dass alle Fachbereiche, ich bin an der Wirtschaftsuni, also zum Beispiel Manager, genauso wie Ingenieure, mehr von Ethik verstehen, gleichzeitig Philosophen mehr von Technik verstehen. Wir brauchen ein Bildungssystem, in dem alle, die einen Universitätsabschluss haben wollen, zunächst mal eine Art Studium Generale durchlaufen sollten, indem sie eine Sprache des gegenseitigen disziplinären, interdisziplinären Verständnisses lernen. Und dann können sie sich spezialisieren. Zumal man auch sagen muss, Paul, weißt du, bin Ingenieur der Demokratie und stellt sich immer so vor, dass der Ingenieur im Prinzip die Technik entwickelt. Das ist aber heute nicht mehr so unbedingt der Fall. Wir haben riesige Innovationsteams. Viele davon sind gar keine Ingenieure, sondern klassische Produktmanager,
die oft die Ziele vorgeben, was dann letztlich umgesetzt wird. Das kommt vom Kunden an, das sind auch keine Ingenieure. Und dann gehen dann Ingenieure hin in Kooperation mit Selbstgelernten, die haben noch nicht mal einen Abschluss, ja. Und die frickeln dann was zusammen und manchmal wird das Ganze noch outgesourced. Und das heißt, wir haben es mit sehr, sehr komplexen Teams zu tun. Und da ist sozusagen diese Vorstellung, hier kommt jetzt der Ingenieur der Demokratie, ne? Also der kann ja da kommen mit seinem Fähnchen, ne? Aber im Prinzip, was wir brauchen, ist Habermasche Diskursethik. Wir müssen Ausbildungen im Bereich Kommunikationsfähigkeiten für guten Diskurs haben und dann versuchen, dass diese Interdisziplinären miteinander reden können. Christina, du wolltest gerade noch was sagen und dann würde ich gerne Herrn Nemitz und Matthias Pfeffer noch kurz Gelegenheit geben, dann nochmal ihre Idee zu verteidigen. Und vielleicht könntet ihr beide, also es kam jetzt mehrfach die Frage auf, wo wir sozusagen beim Thema Bildung sind, müssen wir nicht darüber reden, informatische Bildung in die anderen Disziplinen zu bringen. Vielleicht wollt ihr den Punkt auch noch aufgreifen, da arbeitet ja auch die Fachgruppe. Oder macht da Dinge dazu? Gerne, Christina. Also mir ging es jetzt eben auch wirklich um Bildung und zwar noch viel weitergreifend wie das, was wir bisher gesagt haben. Ich meine, ihr habt gesagt, wir wollen keine Demokratie der 160 Zeichen und der Diskurs muss wieder länger werden. Aber ich meine, wenn ich mir jetzt anschaue, die Menschen haben sich verändert, auch die jungen Menschen haben sich verändert. Das habe ich auch in meiner über 20-jährigen Lehrtätigkeit jetzt festgestellt. Die Aufmerksamkeitsspanne hat nachgelassen. Die Länge der Texte, die man gerne liest, hat nachgelassen. Da müssen wir ansetzen. Wir können jetzt nicht mit einem Ideal von vor 20 Jahren oder was für uns passt ansetzen, sondern wir müssen, wenn wir den öffentlichen Diskurs haben wollen und die Diskussion, in welcher Welt wollen wir leben, müssen wir alle Leute einbeziehen können. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie sieht es aus? Wie bringen wir diesen Diskurs den Menschen nah? Wir müssen wieder nicht nur Ingenieur der Demokratie, wir müssen diese Dinge auch wieder an der Schule dranbringen. Und ich muss sagen, wir haben uns in den letzten 20 Jahren, das ganze Bildungssystem ist verkürzt worden. Irgendwann hieß es, wir müssen G12. Unsere Schüler sind zu alt, wenn sie studieren, sie sind zu alt, wenn sie fertig werden. Durch den Bachelor ist man so durchstrukturiert. Ich meine, ich konnte in meinem Studium, konnte ich noch andere Themen nebenher machen, wie Recht und so, die mich interessiert haben. Das ganze Forschungs- und universitäre System ist ökonomisiert bis zum Es geht nicht mehr. Wir haben die W-Professuren, die Finanzierung der Hochschulen hängt von Drittmitteln ab. Wer gibt Drittmittel? Ja, die Konzerne. Also wir müssen uns als Gesellschaft irgendwann auch mal die Frage stellen, in welcher Welt oder wie wollen wir die politische Bildung, diesen politischen Kurs auch als Gesellschaft fördern, dass wir Plattformen zur Verfügung stellen, dass wir der Wissenschaft auch die finanzielle Rückhalt geben, nicht Drittmittel stellen, sondern feste wissenschaftliche Mitarbeit, sodass diese Forschung überhaupt stattfinden kann. Wie haben wir in der Schule wieder Raum, dass die Kinder lernen, kritisch zu denken und über sowas nachzudenken? Das ist meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig, um dem gegenzusteuern. Ja, also ich möchte anschließen, ich finde das auch alles sehr wichtig und ich glaube, wir sind da ganz einer Meinung. Das ist auch das Plädoyer unseres Buches. Also natürlich, wir haben jetzt da nicht das Bildungssystem diskutiert. Man kann ja nicht alle Probleme gleichzeitig lösen. Aber die Kritik an der Abhängigkeit der Wissenschaft von Drittmitteln und dass da Vorsicht geboten ist und dass eigentlich mehr öffentliche Gelder zur Verfügung stehen müssen, das steht drin. Ich will mal Folgendes sagen. In solchen Diskussionen kommt man immer irgendwann zu Bildung. Warum? Weil sich da alle einigen können und weil das auch letztendlich das Einfachste ist. Und das Problem ist dabei, es dauert alles irre lange. Ja, wenn wir jetzt über die Diskussion zur Schule gekommen sind, dann tritt die gesellschaftliche Veränderung in 20 Jahren ein. Und ich glaube, so sollten wir uns nicht voneinander verabschieden. Ich glaube, wir brauchen Entschlusskraft, was die Gestaltung des Hier und Jetzt angeht. Es geht um ganz reale Machtfragen heute. Wie regulieren wir diese Konzerne heute? Und da ist die Bildung keine Antwort. Das reicht nicht. Es geht um die Frage, wie lassen wir es wirklich zu, dass unsere Zeitungen und vielleicht
auch eines Tages das öffentlich-rechtliche Rundfunkwesen den Bach untergehen. Stellen Sie sich mal vor, in der Schweiz wäre die Volksabstimmung über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk anders ausgegangen. Da wäre in Deutschland aber das Feuer ausgebrochen. Und die Bereitschaft, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abzuschaffen, gibt es, sagen wir mal, im Trumpist-Lager. Und was Herr Johnson in Großbritannien mit dem BBC vorhat, das sollten Sie mal nachlesen. Ja? Also ich glaube, es gibt ganz dringende Fragen, die unmittelbar etwas mit der Machtfrage der Technologie in unserer Gesellschaft zu tun haben. Und die Frage, wie gehen wir mit der privat finanzierten Presse und übrigens auch mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk um, ist dabei zentral. Und natürlich sind das Fragen, die die Ingenieure nicht alleine beantworten können. Aber ich glaube, und das hat sich, finde ich, auch heute Abend wieder gezeigt, um diese Fragen, wie gehen wir mit diesen Konzernen, wie gehen wir mit diesen Technologien um, was bedeuten diese Technologien für die Entwicklung der Öffentlichkeit, um diese Diskussionen qualifiziert führen zu können, brauchen wir Menschen aus der technischen Intelligenz, so wie Sie, die bereit sind, sich nicht nur dieser Diskussion zu stellen, sondern die auch bereit sind, den harten Weg durch die Institutionen zu gehen und im harten und oft sehr nervigen und anstrengenden Prozess der Gesetzgebung zum Beispiel auch mitzukämpfen. Das sind nämlich, da darf man sich keiner Illusion hingeben, Kampfthemen. Und wenn, und damit möchte ich eigentlich beenden, wenn wir uns aus den Kampfthemen verabschieden, weil wir uns der Bequemlichkeitsfalle hingeben wollen, wie Deborah das so am Anfang so schön gesagt hat, und das ist ja auch genau das Plädoyer unseres Buches, dann ist Schluss mit Demokratie und Freiheit. Dann werden wir irgendwann aufwachen und merken, wir haben keine Freiheit mehr. Und deshalb ist unser Buch nicht nur eine Einladung zur Diskussion, sondern ist eine Einladung zum Engagement der technischen Intelligenz für politische Ziele heute, die auch unmittelbar zu Änderungen führen. Also da würde ich gerne noch mal was kommentieren, ja. Man kann sich natürlich mit dem Recht auch eine gewisse Pseudo-Freiheit schaffen, ja. Was haben wir denn von Gesetzen, die völlig durchlöchert sind? Und was haben wir von Gesetzen, die nicht eingehalten werden? Ich finde, dass und was haben wir von einer also von einer Rechtskultur, die abstirbt? Wenn wir, ich möchte noch mal den Begriff des Unvertrags, den ja die Susanna Zuboff im Kontext des Überwachungskapitalismus geprägt hat, auf den Tisch bringen. Wir werden heute von klein auf im Internet dazu erzogen, jeden Tag 5 bis 10, 20, 30 Unverträge wegzuklicken. Wer kümmert sich in so, wenn man so groß wird, so kultiviert wird, dass das Recht ein 100-Seiten-Dokument ist, was man wegklickt 10-mal am Tag. Wer kümmert sich denn dann noch um Recht? Wir sind mitten in der Auflösung des Respekts von Recht. Und Recht hat heute nur noch jemand, der Geld hat. Und das wissen die Konzerne. Und es ist ihnen scheißegal, ob er ihnen 10 Millionen oder 50 Millionen oder 100 Millionen Strafe auferlegt nach jahrelangen Rechtsprozessen. Es ist ihnen total egal. Sie müssen abgeschaltet werden oder die Leute müssen ins Gefängnis gehen. Und da reden wir über Rechtsapparate, an die sich die Technologieregulierung bisher meiner Meinung nach noch nicht anständig rangetraut haben. Und wenn ich das jetzt nicht überlesen habe, dann steht da auch relativ wenig dazu von, was würde ich ja nochmal in eure Haltung sehen. Also wie seht ihr denn das? Da ihr auch ein Riesenplädoyer fürs Recht hier abhaltet. Also im Buch, glaube ich, ist es ganz klar, und das weiß auch jeder von mir, war ich auch ja in der Datenethikkommission derjenige, der immer wieder gesagt hat, wir haben ein Riesendurchsetzungsproblem. Wir machen Regeln ja, zum Datenschutz und dann beginnt das Lamento, ach, da können wir doch nicht so streng sein und die Datenschutzbehörden, da sind auch viele, muss man klar sagen, lahme Enten dabei, deshalb bin ich auch mal damit zitiert worden, dass wir als Chefs von Datenschutzbehörden in Zukunft eben nicht den Parlamentsbibliothekar benannt haben wollen, ja, der schön weiter seine Ruhe hat im Datenschutzsessel, sondern wir brauchen da Leute, die schon mal gezeigt haben, dass sie hart das Recht durchsetzen können. Staatsanwälte, die erfolgreich waren, Steuerermittler,
oder vielleicht auch mal jemand aus der Kartellbehörde. Ja, der stellvertretende Chef der Kartellbehörde, der schon ein paar Kartelle mal zu Fall gebracht hat, der muss dann Chef der Datenschutzbehörde werden. Aber um dahin zu kommen, müssen wir mehr solcher Diskussionen führen wie heute, denn es gibt eben viele, die es gut finden, dass da nicht so hart zugelangt wird und die noch nicht verstanden haben, dass die mangelnde Umsetzung des Datenschutzrechts ganz wesentlich zu der Dominanzsituation im digitalen Markt geführt hat. Ich meine, solange Google, Facebook und alle anderen unbehelligt in Europa lustig weitersammeln können, wird ihre Dominanz, und zwar rechtswidrig, massenhaft rechtswidrig, wird ihre Dominanz nur steigen. Und da müssen auch unsere Wirtschaftsverbände dazulernen, die immer im Namen der kleinen und mittleren Unternehmen dafür plädieren, dieses Recht doch bitte nicht so streng durchzusetzen und mal anfangen zu differenzieren. Also meine These ist, die Datenschutzbehörden müssen sich vor allem mal um unsere großen Freunde kümmern und können von mir aus die kleineren mal schön erstmal an der Seite lassen. Aber das ist eben auch, Sarah, das ist ein Kampfthema und da gibt es nur sehr wenige, die bereit sind, diesen schmerzhaften Kampf auch auf sich zu nehmen. Das ist anstrengend. Ja, also ich sag mal so, wenn ich mich hier so reden höre, am Ende plädiere ich für mehr Anstrengung für die Demokratie. Ja, Leute, fangt wieder an, längere Texte zu lesen. Ja, ihr müsst euch der Komplexität der Welt stellen, bleibt nicht in der Bequemlichkeitsfalle und kümmert euch um die harte Arbeit der Durchsetzung des Rechts. Das ist das Plädoyer und das ist nicht bequem. Ich will das noch ganz kurz ergänzen. Wir haben noch eine schöne kleine, ein kleines Zitat auch im Buch, weil du es gerade gefragt hast, Sarah, wie wir damit umgehen, dass das Recht ausgehöhlt wird. Wir sagen, Code ist für Dumme und Recht ist für Kluge. Code ist für Dumme, weil es für Maschinen ist, weil es eben von Maschinen einfach abgearbeitet und ausgeführt wird. Das Recht muss ausgelegt werden, es muss interpretiert werden, es muss ein Richter da sein, der Urteilskraft hat. So etwas kennen die Maschinen bis heute nicht. Und wir brauchen vor allen Dingen Menschen, die darüber debattieren und diskutieren, ob da die richtigen Normen repräsentiert sind oder nicht, die eben auch Kritik üben und die das Recht gegebenenfalls dann eben weiterentwickeln, weil es eben für die Menschen da ist und weil es am Ende Freiheit und Leben schützen soll. Und dieser wesentliche Unterschied ist ja ein Teil dessen, was wir auch heute Abend hier diskutiert haben, der da zunehmend negiert wird, wenn wir technische Regeln haben, die in der Lage sind, an die Stelle von menschlichen Regeln zu treffen, dann werden wir eben irgendwann von Code regiert. Wir müssen dieses Problembewusstsein erstmal schaffen und müssen dafür sorgen, dass wir selbstbewusst sagen, nein, wir wollen in einer menschlichen Gesellschaft mit menschlichen Regeln leben und wir müssen die Technik dahin bringen, dass sie dieser menschlichen Gesellschaft dient und nicht umgekehrt. Wir nähern uns dem Ende und ich glaube, also auch darüber könnten wir sicher noch mal lange diskutieren. Ich würde zum Ende gerne vielleicht noch mal einen, weil Sie eben das Wort oder die Kampfthemen so stark gemacht haben, vielleicht noch mal auf ein aktuelles, konkretes Vorhaben kommen. Und zwar, wie vielleicht einige der Zuschauerinnen auch gelesen haben, wird im EU-Ministerrat derzeit einen Vorstoß vorbereitet, so eine Art Generalschlüssel für Ende-zu-Ende verschlüsselte Kommunikation den Anbietern aufzuerlegen. Jetzt schreiben Sie im Buch, an der einen Stelle zitieren Sie Epikur, lebe im Verborgenen. Und ich glaube, wir müssen uns jetzt auch nicht darüber unterhalten, dass Privatsphäre wichtig ist. Da sind Sie, glaube ich, als Mitvater der Datenschutzgrundverordnung auf jeden Fall auch im Boot. Wenn wir uns jetzt alle einig sind, dass private Kommunikation ganz essentiell ist, unter anderem um die wichtigen Diskurse zu führen, die wir ja auch eben besprochen haben, was tun wir denn dann jetzt als engagierte Ingenieurinnen und Ingenieure gegen diesen Vorstoß? Wie können wir denn ein Recht auf Verschlüsselung zumindest für Europa aufrechterhalten? Das wäre vielleicht nochmal meine letzte Frage an Sie und dann schauen wir mal, dass wir uns langsam gen Ende bewegen. Gerne, wenn Sie anfangen möchten, Herr Nemitz, ich weiß, Sie sprechen hier nicht für die Kommission, aber natürlich als EU-Beamter haben Sie, glaube ich, schon auch eine Position dazu, wie wir als EU und europäische Ingenieurinnen und Ingenieure uns zu einem konkreten Kampfthema, wie Sie es nannten, verhalten können. Ja, ich habe jetzt eben erstmal geschwiegen, weil Sie ja sagten, was können wir Ingenieure da machen? Ach so, ich bin ja keiner.
Also ich will zunächst mal sagen, der Ministerrat hat ja verschiedene Zusammensetzungen. Das ist übrigens eine der großen Schwächen der europäischen Integration, dass der Ministerrat mit Fachministern zusammengesetzt ist, die dann übrigens bei der Gesetzgebung letztendlich verbindlich entscheiden. Ja, das einzige Legislativorgan der westlichen Welt, das in sektorieller Zusammensetzung letztverbindliche Regeln schafft. Darum geht es aber in dieser Diskussion über die Verschlüsselung gar nicht. Das ist ein Politikpapier der deutschen Präsidentschaft aus dem Innenministerium. Und dass es in den Innenministerien solche Tendenzen gibt, ist auch nichts Neues. Ich glaube nicht, dass daraus ein Gesetz wird. Das ist eine Politikresolution, das würde ich jetzt nicht überbewerten. Es gibt keinen Gesetzgebungsvorschlag der Kommission, der das umsetzt. Ich glaube, hier auch muss man wieder differenzieren. Es ist ja so, wogegen wir uns wehren müssen, ist die massenhafte Überwachung von Menschen ohne Anlass. Und da hat in der Tat der Europäische Gerichtshof sogar Instrumente, die die Kommission selbst vorgeschlagen hatte, das Parlament und der Rat angenommen haben, als rechtswidrig angesehen, nämlich die berühmte Vorratsdatenspeicherung. Das heißt, der Europäische Gerichtshof hat eine ganz klare Linie gegen Massenüberwachung ohne Anlass und hat diese Linie auch kürzlich nochmal bestätigt, immer wieder die gleiche Linie. Und da müssen die Exekutiven dieser Welt und auch die Legislativen dazulernen und einfach mal den Richtern zuhören, die die Grundrechte auslegen. Und ich bin da ganz zuversichtlich, dass die Richter diese Linie aufrechterhalten werden. Aber die Exekutiven und die Legislativen lernen langsam. Nach jedem Anschlag gibt es neue Initiativen von Innenministern, jetzt irgendwo wieder eine neue Überwachungsform einzuführen. Ich persönlich, das haben wir im Buch auch geschrieben, wir sind uns auch beide da ganz einig, wir sind der Meinung, wir brauchen eine Gesamtrechnung der Überwachung. Ja, man kann nicht nur ein einzelnes Instrument ansehen. Man muss bei Einführung von neuen Datenerfassungsvorschriften des Staates, wenn sie auch der Durchsetzung von Strafrecht dienen oder sogar den Geheimdiensten, brauchen wir eine Gesamtrechnung der Überwachung des Bürgers, weil man, genauso wie man die Macht der Konzerne nur versteht, wenn man die Instrumente, die sie haben, in Kumulation ansieht, versteht man auch die Bedrohung der Freiheit durch Überwachung nur, wenn man alle Überwachungsinstrumente, die es schon gibt, erstmal zusammenzählt und sich da mal klar wird, was es alles schon gibt, bevor man was Neues einführt. Jetzt aber noch mal eine Sache zur Verschlüsselung. Das Dilemma, das will ich Ihnen beschreiben, und das ist wirklich eine Ingenieursaufgabe. Das Dilemma besteht in Folgendem. Natürlich muss es zur Verbrechensbekämpfung möglich sein, dass wenn ein Richter anordnet, wir brauchen eine Abhörmaßnahme bei dem schwer verdächtigen Täter, möglichen Täter eines organisierten Verbrechens, Terrorismus, was weiß ich, dass das auch funktioniert. Ja? Das muss möglich sein, sonst ist Schluss mit der Gefahrenabwehr und ist Schluss mit der Durchsetzung von Recht und Strafrecht. Und wenn wir das nicht mehr können, eine gezielte Anordnung eines Richters umsetzen, dann ist Sense mit der Freiheit. Das muss man einfach sehen. Und was wir nicht wollen, ist den Generalschlüssel, der es jedem überall möglich macht. Aber wir müssen einen Weg finden, dass es möglich ist, gezielte Kommunikation bei Einzelnen durch richterliche Anhörung abzuhören. Diesen Weg müssen wir finden. Und den haben wir bei Briefen und bei Telefonen und den hat offenbar die Polizei verloren bei verschlüsselter Kommunikation. Und da muss uns die Ingenieurswelt helfen, denn ohne das gibt es keine Durchsetzung des Strafrechts. Aber bitte hört auf uns zu. Kryptographie ist Mathematik. Sie können nicht gegen die Mathematik Gesetze machen. Ja? Und entweder gibt es eine Hintertür, sodass der Richter rein kann und dann kann jeder rein, weil wir sind schlau, wir kommen dahinter. Oder es gibt keiner und dann kommt keiner rein. Wir müssen auf die Mathematik vertrauen können und es gibt uns auch ein bisschen Privatsphäre zusätzlich. Und es gibt, da bin ich ganz über, es wird Möglichkeiten geben, das zu umgehen. Und ich meine, wir haben Bilder, die wir schicken, Videos, die wir schicken, da können leicht irgendwelche Sachen rein kodiert werden und diejenigen, die diese technischen Möglichkeiten nicht haben, die können dann, haben dann schwache Verschlüsselungen. Das kann es doch nicht sein.
Aber eine Sekunde. Also wir geben da wieder ein Machtungleichgewicht. Es geht ja nicht darum, irgendwelche Backdoors in die Technologie einzubauen, sondern es ging einfach darum, dass wir Workflows haben, die uns erlauben, dass wir eine Default Privacy haben, also keine Anonymität by Default. Aber wenn wir jetzt einen richterlichen Beschluss haben, dann wird eben ein Workflow angestoßen, technisch, der eine Anonymity Revocation triggert. Und dann kann ich zum Beispiel, sage ich mal, ein gepixeltes Bild reidentifizieren. Wir brauchen einfach Infrastrukturen, die zum Beispiel unter der Aufsicht von Data Protection Authorities laufen könnten, die europaweit auch miteinander kooperieren und die im Prinzip eine Default Privacy bei richterlicher Anonymity Revocation ermöglichen. Ich verstehe immer nicht, wo das Problem ist, solche Infrastrukturen aufzubauen. Es ging heute wirklich um Ende-zu-Ende-Encryption für Benutzer, genau. Was ja in der Presse diskutiert wurde. Ja, und dass das eben ein Backdoor geben muss dazu. Und es gibt kein Backdoor in die Mathematik, die man so machen kann. Entweder haben wir Ende-zu-Ende-Encryption oder wir haben keine Encryption. Okay, wir werden wahrscheinlich die Frage jetzt nicht. Ich könnte noch stundenlang darüber diskutieren. Genau, wir könnten noch stundenlang darüber diskutieren und das sollten wir auch, wahrscheinlich aber nicht in diesem Format. Ich freue mich sehr, dass ihr und Sie alle hier wart und wir in gewisser Weise eine Idee des Buches, nämlich den Diskurs sozusagen zwischen den Welten anzustoßen, hier zumindest im Kleinen umgesetzt haben. Oder ich denke, wir können auch sagen, dass die GI geradezu ein Paradebeispiel eigentlich auch ist für ihre Forderung für Ingenieurinnen und Ingenieure, Technikerinnen und Techniker, die sich in die gesellschaftlichen Diskurse einbringen wollen. Und insofern vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank, dass Sie Ihr Buch vorgestellt haben. Vielen Dank an Sie, alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Kaufen Sie unbedingt das Buch von den beiden und schreiben Sie uns und den beiden Ihre Meinung dazu oder kommen Sie zu einer der nächsten GI Web Talks, wo wir, glaube ich, auch einige der Themen wieder aufgreifen werden in anderer Konstellation und mit anderen Schwerpunkten. Das Buch hat, glaube ich, noch unglaublich viel mehr zu bieten und ich hätte eigentlich auch gerne noch über ökologische Auswirkungen und alles mal andere mit Ihnen diskutiert. Aber die anderthalb Stunden sind vorbei. Wenn Ihnen jetzt nicht noch was ganz Wichtiges auf der Zunge brennt, würde ich sagen, wir sind durch und sehen und hören uns hoffentlich vielleicht bei einem GI-Web, nicht Web-Talk, sondern im realen im nächsten Jahr mal wieder. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit und die tolle Diskussion. Tschüss. Bis dahin.